So, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, mit dem wir euch auf die Inverted Classroom and Beyond Konferenz 2020 an der BH Niederösterreich vorbereiten möchten. Heute wieder zwei Workshop-Gebende bei mir zu Gast. Freue mich ganz besonders. Und ja, ich werde jetzt gerne mal bitten, dass die zwei sich bitte einfach selber kurz vorstellen. Bitteschön. Mein Name ist Irene Falli. Ich bin E-Multiplikatorin am Center for Teaching and Learning und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Romanistik der Universität Wien. Ja, mein Name ist Christoph Winter. Ich arbeite im Center for Teaching and Learning und koordiniere das E-Multiplikatorinnen-Projekt. Cool. Das heißt, das ist auch der Grund, warum ihr zu zweit hier sitzt wahrscheinlich. Exakt, so ist es. Genau. Ja, perfekt, sehr gut. Ja. Inhaltlich, was erwartet uns in eurem Workshop? Ihr habt ja was eingereicht und werdet einen Workshop durchführen. Auf was können wir uns denn freuen inhaltlich? Es geht im Prinzip darum, wie man gewisse didaktische Muster, also wie man methodische Templates sozusagen für Flipped Classroom für die Geisteswissenschaften entwerfen kann. Weil das ist oft eine große Hemmschwelle, gerade in den Geisteswissenschaften zu sagen, was von dem Wissen kann ich denn nach draußen verlagern, wie kann ich dann wirklich aktiv auch im Unterricht die Leute einbinden. Genau, und unser Fokus wird da vor allem aber nicht nur auf Großlehrveranstaltungen liegen, auf nicht prüfungsimmanenten Großlehrveranstaltungen, weil das ja gerade die großen Herausforderungen sind, wenn es um Flipped Learning geht, um Vorbereiten und um Aktivlernen vor allem auch im Hörsaal. Genau. Super, ja, das ist eigentlich die spannende Frage. Also gerade eben bei diesen Themen kommt immer wieder, was dürfen wir auslagern, was nicht. In den Naturwissenschaften ist es anscheinend relativ klar, da gibt es auch viel mehr Umsetzungen. Also ist natürlich super, wenn dann was aus diesen Bereichen auch kommt. Ja. Methodisch, jetzt seid ihr ja absolut innovativ schon in der Lehre hier unterwegs oder in der Begleitung von Lehrenden an der Universität Wien. Was dürfen wir uns jetzt erwarten dann in eurem Workshop methodisch? Was macht ihr mit uns? Ja, wir würden ganz gerne eines von diesen Beispielen, das wir haben, die Studierenden, sage ich schon, die Teilnehmenden natürlich, selber ausprobieren lassen und dann auch selber zu überlegen, wie könnte man so ein Muster auch in der eigenen Lehre entdecken sozusagen und dann auch umsetzen. Genau, also im Wesentlichen führen wir eben unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die geflippte Vorlesung, eine geflippte Lehrveranstaltung. Die dürfen das selbst erleben. Genau. Ja, das heißt, zu diesem selber Erleben gehört auch dazu, dass wer zu euch kommt, sich auch vorbereitet. Habe ich das jetzt richtig herausgehört? Im besten Fall ja. Sehr gut. Es wird Vorbereitungsmaterialien geben und ja, genau. Sehr gut. Also das klingt doch absolut spitze. Also an alle, die dieses Video jetzt auch sehen, wenn sie noch nicht angemeldet sind, dann unbedingt anmelden, unbedingt auch auf unserem Blog natürlich auf der Homepage icmbeyond.net vorbeischauen. Da werden wir dann auch die Materialien von den beiden Kolleginnen und Kollegen hier dann auch veröffentlichen. Sie können sich vorbereiten auf diesen Workshop und dann eben tatsächlich hier gemeinsam im Workshop mit anderen arbeiten. Klingt doch super. Ich sage euch schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit und für die kurzen Ausführungen. Ja, und freue mich dann, wenn wir uns im Februar an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich ja dann live auch sehen. Danke. Dankeschön. Ja, bis bald. Ciao. Bald.